muss ich noch mehr von dir hören, zerstör meine Ohren sie selbst. Denn du machst keine krasse Mucke, hörst nur Tokyo Hotel. Schnösel One ist als Mensch einfach nicht so gerade und nutzt Matrix Oberkörper als Wix-Vorlage. Er kann es nicht peilen, Mann. Ich bin geisteskrank, du trägst den Bart, damit man dein Gesicht von deinem Arsch unterscheiden kann. Aber es bringt dir leider nichts, denn du hast an deinem Arsch noch mehr Bart als in deinem Gesicht. Deine Freundin ist behaart, man könnte meinen, dass du Struppi fickst. Und dein Bart sieht aus wie Schamhaare, weil du eine Pussy bist. Du denkst, du wärst der beste Rapper, doch kannst gar nichts. Du fragst mit deinem Bart nur nach, ob die Handcreme vegan ist. Nach dem Battle kann niemand mehr das Opfer retten. Du hast schon so oft gebettelt, dass man dich schon fast mit Mock verwechselt. Du bist am Kiffen und stolz drauf, wart mal eben. Du trägst die Pflanzen auch an deinem Körper, Garten Eden. Es tut so gut, dass du Schmerzen spürst. Du versuchst bei Anfängerturnieren zu siegen, obwohl du längst mehr geschafft, aber müsstest es ständig zu verlieren. Es tut so gut, dass du Schmerzen spürst. Letztes Jahr kam das Fighter, der dein Erfolg hatte, und heute fickt dich ein 17-Jähriger mit Goldmaske. Ihr Rasswurzel blutet und sie ist komplett entstellt. Aus Liebeskummer willst du weinen und verletzt dich selbst. Du läufst rum mit mehr Schnitten am Körper, als ich in meinem Bett hab. Und hast du aus Liebe gefressen oder kann es sein, dass du immer schon so fett warst? Du siehst aus wie 40, aber lebst immer noch in deinem Kinderzimmer. Erfolgloser Rap, denn du toll bist nur schlecht. Deine Mama ist enttäuscht und es wird immer schlimmer, weil du nach 100 Jahren Rap immer noch keinen Erfolg hast im Rap. Du machst auf Comedy? Doch ich zieh jetzt einen Schriftstrich, dein Image ist im Arsch, denn du bist nicht mal lustig. Du denkst, mit deinem scheiß Comedy-Rap fickst du, nein, mich nicht. Aber es passt, weil dein Rap nur ein Witz ist. Wie kann man in deinem Alter noch so unendlich scheiße klingen? Das Einzige, was dein Vater sagen konnte, war Kondome zum Reißen bringen. Du chillst im Bett, während du von ernst genommen wirst, und machst jetzt Comedy-Rap, weil du nicht ernst genommen wirst. Es tut so gut, dass du Schmerzen spürst. Du versuchst bei Anfängerturnieren zu siegen, obwohl du längst mehr geschafft, aber müsstest als ständig zu verlieren. Es tut so gut, dass du Schmerzen spürst. Letztes Jahr kam das Fighter, der deinen Erfolg hatte, und heute fickt dich ein 17-Jähriger mit Goldmaske.